Guten Tag. Ich bin hier heute bei Thomas Schmelzer beim Mystica TV und ich freue mich sehr darüber, über diese Gelegenheit, hier bei ihm eines meiner Herzensprojekte vorzustellen. Und zwar Heiler ohne Grenzen, Healers Without Borders. Ich bin Annette Müller, ich bin Gründerin der ersten Klinik für energetisches Heilen hier in Deutschland mit der angeschlossenen Heilerschule der École Saint-Esprit. Was unsere Heilerschule sehr herausragend macht, ist, dass wir in diesen Trainings in Verbindung kommen mit den uns schon eigentlichen innewohnendem Potenzial. Also es geht weniger um Theorie als tatsächlich der Entfaltung von Kräften, die wir sowieso schon in uns tragen, die wir allerdings noch nicht kennengelernt haben. Ich unterrichte international und bei einem meiner englischen Trainings auf Mallorca kam eine Inderin extra aus Mumbai angereist, um an diesem Training teilzunehmen. Und sie war so begeistert, dass sie zu mir sagte, du, Annette, wie wäre es denn, wenn wir zwei oder drei Heiler noch einladen und mit nach Indien nehmen und dort eben die Armen kostenlos heilen? Und das hat mich total begeistert, dieser Gedanke. Und dann habe ich gesagt, oh ja, super, das machen wir. Lass mich mal schauen, wer da eventuell aus unserem Netzwerk Interesse daran hat, mitzureisen. Dann habe ich ein E-Mail geschickt und ich war total überrascht von dieser Resonanz. Es kam innerhalb von wenigen Tagen, über eine Woche, ungefähr 53 Anmeldungen. Also 53 Leute haben gesagt, dass sie da wirklich ernsthaftes Interesse dran haben, mitzureisen. Dann dachte ich mir, oh, das wird eine größere Angelegenheit. Und so kam es dann auch. Am 3. Januar 2018 kamen 33 Heiler in Indien an. Sie sind in Pondicherry gelandet mit Entourage, also mit einem Journalisten, mit einem Kamerateam, mit Organisatoren, um eben dort innerhalb von 5 Tagen über 300 Heilsitzungen zu geben und gleichzeitig noch eine medizinische Studie zu machen. Also es war wirklich ein super Projekt. Und wir haben dort Heilerlebnisse gehabt, Heilungen bewirkt, Heilungen miterlebt. Unter anderem zum Beispiel die von einer Familie, die mit dem älteren Vater kamen, der sich am Rollator auf die Liege geschleppt hat. Der ist von der Liege aufgestanden, dann sind sie nach Hause gegangen und eine Stunde später kam die Familie, um den Rollator zu holen, weil der Mann seinen Rollator ganz vergessen hatte. Das ist natürlich ein sensationelles Ergebnis. Dann war noch eine junge Frau da mit jahrelangen chronischen Schmerzen, die uns gesagt hat, dass sie gespürt hat, wie ihr Schmerzkörper sie tatsächlich verlassen hat und sie jetzt vollkommen schmerzfrei ist. Und dann hatten wir auch noch so eine herausragende, unvergessliche Heilung erlebt. Das war eine der allerersten. Und zwar die Dame vor Ort, die uns dort unterstützt hat mit der Organisation und mit der Übersetzung zwischen Englisch und Hindi. Deren Vater über 90, da ist auch schmerzgebeugt und gekrümmt, auf die Liege gekrochen. Und als der aufgestanden ist, hat er getanzt. Und das haben wir auch in dem Film und auf Video festgehalten. Heute ist der 1. Dezember. Ich bin heute hier im Studio. In 14 Tagen geht es für mich wieder nach Indien, um für 2020 das nächste Healing Camp in Pondicherry vorzubereiten. Am 3. Januar landen diesmal nicht 33 in Indien, sondern 45, obwohl sich 83 angemeldet haben. Wir können leider nicht alle mitnehmen, aber es wird wieder ein sensationelles Event werden mit lebensverändernden Erfahrungen. Lebensverändernden Erfahrungen für die Heiler, die diese Heilungen bewirken werden, für die Menschen, die dort Hilfe finden. Und wir erleben das, was die Veden uns lehren. Die Veden lehren uns, dass wir Schöpfer sind, dass wir göttlich sind, dass wir heilig sind. Und dass wir nach dem Ebenbild des Schöpfers, der Schöpfung geschaffen sind. Und hier ist es jenseits jeglicher Theorie,
dass wir das erleben, wer wir Menschen wirklich sind. Wir sind göttliche Wesen, wir sind wunderbare Wesen und das kann im Prinzip hier bei uns in dieser Kultur und auch in unserem Leben keiner von sich selbst behaupten oder wenn dann nur in Theorie, aber nicht in der Wahrhaftigkeit. Und das ist das, worauf ich mich sehr, sehr freue, wieder zu erleben, wieder in die Realität zu bringen. Und wir freuen uns alle darauf, wenn ihr, wenn sie, wenn du uns folgst, zum Beispiel über Social Media, vielleicht bist du live mit dabei, vielleicht siehst du eine Aufzeichnung an. Also wir freuen uns jedenfalls, wenn du daran Interesse hast und Kontakt aufnimmst und vielleicht den einen oder anderen Kommentar dann auch schreibst, uns vielleicht auch noch unterstützt und uns anfeuerst und das wird einfach super toll. Also nochmals vielen Dank an Thomas Schmelzer für diese Gelegenheit und ich freue mich sehr und ich freue mich auch darauf, euch, dir und Ihnen hier nochmal virtuell zu begegnen. Vielen Dank.